Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Themenvideo. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast und mit dabei bist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuschauen. Wie ihr seht, habe ich wieder einen anderen Hintergrund gewählt. Vorhin war ich in einem wunderschönen Park, jetzt sitze ich hier in meinem schönen Gärtchen, beziehungsweise vor meinem schönen japanischen Gärtchen. Ich dachte mal, so ein bisschen Abwechslung ist gar nicht verkehrt. Das macht vielleicht auch mehr Spaß dann nochmal beim Zuschauen. Und ich habe es nicht ganz uneigennütz gemacht. Es ist ja einfach so schönes Wetter heute und das dann in meiner Praxis zu drehen, da habe ich irgendwie keine Lust dazu gehabt. Also habe ich gedacht, so Cynthia, jetzt gehst du raus und machst es draußen. Machst draußen deine schöne, wunderbare Aufnahme. Der Titel des Videos wird den einen oder anderen ein bisschen verwundern. Da steht nämlich, der Tod ist wichtig für das Leben. Wow, der Tod ist wichtig für das Leben? Das ist eine komische Aussage. Die Geburt ist doch wichtig für das Leben, oder? Geboren zu werden ist doch wichtig. Ja, auch, natürlich, sonst wären wir ja nicht hier. Sonst könnten wir all diese schönen Dinge in unserer irdischen Inkarnation nicht machen. Aber der Tod, zumindest mal der körperliche, weil alle, die mich verfolgen, wissen ja, es gibt nur den körperlichen Tod. Unsere Seele existiert weiter, unser Körper vergeht, weil er organisch ist. Es ist ein wunderschönes Gefäß, ein wunderschönes Gefährt, das wir unbedingt, ja, wundervoll behandeln, liebevoll behandeln sollen, es gut behandeln sollten, weil wir ja vielleicht ein ganz langes Leben darin gewählt haben. Ja? Aber der Tod gibt dem Leben die Kostbarkeit. Lass das mal wirken. Der Tod gibt dem Leben die Kostbarkeit. Weil das Leben endlich ist, sind Momente, jeder einzelne davon in unserem Leben, kostbar. Weil es nur eine begrenzte Anzahl von wunderbaren Momenten geben wird in unserem Leben. Und da wir nicht wissen, bewusst wissen, unsere Seele weiß das sehr wohl, wann wir wieder nach Hause gehen, zählt jeder einzelne Augenblick. Er kann unwiderruflich sein. Ich kann jetzt hier vom Stuhl fallen und tot sein. Das kann passieren. Ist gar nicht so abwegig. Passiert jeden Tag. Der Tod passiert jeden Tag. Aber wir haben verlernt, den Tod als treuer Begleiter zu sehen, als Weggefährten, der uns die Kostbarkeit des Lebens zeigt. Wir tabutisieren den Tod hier in der westlichen Welt ganz arg. Hier in der westlichen Welt darf keiner alt werden und sterben darf man auch nicht. Hier bei uns zählt Leistung, Jugend, Schnelligkeit, hip sein, frisch sein, aber nicht das Alter, das Altwerden, das langsame Verwelken, weil wir einfach wie eine schöne Blume irgendwann vergehen, verwelken. Es wird nicht über das Thema gesprochen. Unsere alten Menschen schieben wir ab in Heime, sodass wir sie nicht sehen müssen, dass wir mit der Thematik Tod überhaupt nicht in Konfrontation bekommen. Aber ich sage euch was, und das wird euch nicht verblüffen. Ihr kommt hier alle lebend nicht raus. Wir werden alle diesen Weg eines Tages gehen. Wir sollten uns viel mehr mit dieser Thematik auseinandersetzen. Weil dann ist das, wenn es soweit ist, für uns vielleicht gar nicht mehr so erschreckend. Dann sind wir vorbereitet vielleicht ein Stück weit. Wir wissen nicht, was kommt, aber wir können vielleicht besser mit der Thematik umgehen, weil wir sagen, die kostbaren Momente unseres Lebens haben wir auch wirklich als kostbar geschätzt. Wir haben sie wertgeschätzt. Wir haben jede einzelne Minute davon genossen, soweit es uns möglich ist. Manchmal hat man einfach Tage wie ich heute. Heute war es sehr schwierig mit dem Videodreh. Da will irgendwie nichts funktionieren. Und diese Momente würde man am liebsten vergessen. Aber vielleicht in 10 Jahren lache ich darüber. Auch das ist vielleicht ein kostbarer Moment gewesen, der so nicht wiederkommt. Der Tod ist nicht unser Feind. Der Tod gehört wie die Geburt zum Leben dazu. Und jetzt müsst ihr es ja mal aus der geistigen Perspektive heraus sehen, also aus der geistigen Welt heraus. Eine Geburt hier bei uns bedeutet das Vorausgehen auf die Erde, das Weggehen aus der geistigen Welt.
liebes Tierchen, bitte sei so lieb und geh woanders hin. Das bedeutet es für uns, also als Seele, sterben in der geistigen Welt ein Stück weit, weggehen aus der geistigen Welt, um diese irdischen Erfahrungen zu machen, die wir ja brauchen, die wir wollen. Wir wollen hier inkarnieren. Also auch wenn ich manchmal sage, das Leben, was ich mir ausgesucht habe, entweder war ich da geistig ermächtigt, nicht Herr meiner Sinne, sturzbetrunken, weil ich so vieles Schlimmes auch erlebt habe. Aber ich weiß, dass jede einzelne Erfahrung kostbar ist und ich das Leben auskosten wollte. Ich habe mir halt ein herausforderndes Leben ausgesucht. Ich wollte halt den Wind stürmisch und einen Orkan. Ich wollte nicht nur ein laues Lüftchen. Ich wollte richtig durch die Stürme des Lebens gehen. Und das habe ich auch bis jetzt getan. Toi, 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 mit Erfolg. Wir müssen den Tod als das akzeptieren, was er ist. Ein Teil unseres Lebens. Wir können ihn auch noch wegschieben, aber eines Tages wird er uns einholen. Und mir ist es egal, ob wir jung, alt, braun, weiß, gelb, grün, hetero, schwul, lesbisch sind. Das spielt keine Rolle. Der Tod ereilt uns alle eines Tages. Aber er macht das Leben kostbar. Genießt jeden Moment, den ihr habt. Versucht nie im Streit auseinanderzugehen, weil ihr nicht wisst, ob ihr morgen wieder nach Hause kommt oder ob ihr heute Abend wieder nach Hause kommt, wenn ihr morgens aus dem Haus geht. Schließt eure Liebe nicht aus. Schließt sie in euer Leben mit ein. Sagt ihnen jeden Tag, wie lieb ihr sie habt. Das kann man gar nicht oft genug sagen, weil man nicht weiß, ob man morgen oder beziehungsweise ob man heute Abend wiederkommt oder sich morgen wieder seht. Also auch Freunden sagen, wie lieb ihr sie habt, nicht nur der Familie. Auch Freunden sagen, wie lieb ihr sie habt. Das fällt uns Frauen natürlich ein bisschen einfacher, wenn Männer untereinander sagen, ey, du, ich hab dich lieb. Was? Moment, geht's dir gut? Das ist bei Männern, klopft dann, wenn jetzt ein Mann zuschaut, klopft eurem Freund liebevoll auf die Schulter und sagt, danke, mein lieber Kumpel, dass du da bist. Danke, ich freue mich, dass du da bist. Ja, vielleicht eine bisschen einfachere Variante. Der Tod ist nichts Schlimmes. Der Tod ist nichts, wovor wir uns fürchten müssen. Denn wenn wir hier vorausgehen, dann gehen wir wieder in die Freiheit, in die Größe. Dann sind wir wieder leicht, dann sind wir wieder frei. Dann sind wir wieder fähig, quer durchs Universum zu reisen. Die Geburt ist für viele schwierig. Nicht nur für die Mutter, sage ich mal, auch für das Kind, das auf die Welt kommt. Und für die Seele, die in diesem Leib dann ist, weil wir uns klein machen müssen, weil wir uns beschränken müssen, weil wir unseren wunderbaren Geist in einen kleinen Kopf hineinsperren müssen. Ähnlich so wie der Genie in der Wunderlampe, der ist ja auch groß, ja, und er muss sich in diese kleine Lampe reinquetschen. Aber wir machen das gerne, weil es hier so viele Möglichkeiten gibt, Dinge zu erfahren, das Wissen mit dem Fühlen zu vereinbaren, weil wir wollen wissen, wie sich etwas anfühlt auch. Wie fühlt sich Leid, Schmerz, Trauer, Glück in einer Körperlichkeit an? Und um das zu erleben, brauchen wir eine Körperlichkeit. Wie ist es, jemanden zu umarmen? Wie fühlt sich das auf der Körperebene an? Wie schön ist es, wenn uns jemand streichelt? Wie schön ist es, wenn wir geküsst werden? Wie schön ist es, einen Sonnenuntergang zu sehen? Das Leben ist so kostbar mit jedem Moment. Und es ist einmalig, weil wir einmalig sind. Diese Inkarnation, die ihr euch gewählt habt, die ist einmalig, die kommt so nicht mehr. Euer Hauptseelenanteil wird nochmal neue Inkarnationen auf die Erde senden. Aber die Cynthia ist einmalig, genauso wie du, liebster Zuschauer, liebste Zuschauerin, einmalig bist. Genieß diese Inkarnation, schöpf die Möglichkeiten aus, die ihr im Leben habt. Es gibt so viele wunderbare Dinge, die wir tun können, und viele Vorausgegangene sagen, hätte ich doch nur mal die Reise nach Südamerika noch gemacht. Hätte ich doch nur mal, ja, die Weltreise noch gemacht. Hätte ich nur mein Unternehmen, mein eigenes Unternehmen gegründet. Das sind alles Dinge, die sie mir erzählen, weil sie sagen, wir hätten noch mehr das Leben auskosten müssen, weil es irgendwann endlich ist. Weil wir irgendwann auf unserem Totenbett liegen und uns überlegen oder zurückblicken und sagen, war das alles so, wie ich es wollte? Und dann hoffe ich, dass jeder von euch sagen kann, ja, es war genau so, wie ich es mir vorgestellt habe.
da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mehr machen können oder anders machen können. Aber ich weiß ja, ich darf noch mal eine Inkarnation machen. Aber ich habe hier alles ausgeschöpft. Das hoffe ich für jeden. Traut euch, Dinge zu tun, die euch Spaß machen. Das Leben ist endlich und der Tod zeigt uns diese Kostbarkeit jedes einzelnen Momentes, weil er unwiderruflich ist, weil er nicht wiederzubringen ist. Geht mit offenen Augen durch die Welt. Auf der geistigen Ebene ist der Tod ein Zurückkehren nach Hause, in diese unglaubliche Liebe und zu all unseren Vorfahren, zu all unseren Liebsten, die schon vorausgegangen sind. Es ist ein Grund der Freude. Eigentlich sollten wir uns freuen für die Menschen, die nach Hause gehen, die zurückkehren. Aber viele, oder wir sind vielleicht mit dem Bewusstsein noch nicht so weit, dass wir diese Trennung, ja, wie soll ich sagen, überwinden können. Dass wir wissen, sie sind an einem Ort, an den auch wir wieder zurückkehren werden. Und sie sind immer bei uns. Wir sind nicht getrennt voneinander. Der Tod betrifft die Körperlichkeit, aber nicht unseren Geist, nicht unser Bewusstsein. Es braucht aber, glaube ich, noch ein bisschen Umdenken, ein bisschen Umstrukturieren. Wir müssen, das habe ich heute Morgen gerade schon in dieser Audioaufnahme im Spirit Club gesagt, alte Strukturen aufbrechen. Wir müssen sie aufbrechen. Wir müssen ein anderes Denken bekommen. Ich habe die geistige Welt gefragt, auch ein Stück weit, was können wir hier tun, um mehr diese alten Konstrukte loszulassen und mehr in das Bewusstsein zu kommen, dass der Tod nichts Endliches ist, sondern nur ein Übergang in eine andere Dimension. Und sie sagten, ihr müsst vertrauen, ihr müsst glauben, ihr müsst euer Wissen wiederfinden, das ihr habt, das ist in euch. Ihr müsst euch lossagen von diesen alten Konstrukten, von diesen alten Glaubensgrundsätzen. Ihr müsst wieder ins Vertrauen kommen. Ich weiß, das wird alles schwierig zu verstehen sein. Natürlich fehlen uns die Menschen. Natürlich ist es schwierig, einen geliebten Menschen vorausgehen zu lassen, ein Kind vorausgehen zu lassen, einen Partner vorausgehen zu lassen. Das ist mit das Schlimmste und das Schwierigste, was wir hier auf Erden erleben und durchleiden können. Ich möchte euch nur mal einen anderen Denkansatz geben. Vielleicht könnt ihr mehr in euer Bewusstsein holen, dass sie bei uns sind und dass wir alle diesen Weg gehen werden und dass wir uns alle wiedersehen werden eines Tages. Vielleicht hilft das ein Stück weiter, dieses Vertrauen zu haben, dass wir uns wiedersehen und dass sie auch bei uns sind. Und das sehe ich ja in zahlreichen Kontakten. Ich sehe ja in zahlreichen Kontakten die Beweise, die mir die Vorausgegangenen geben, dass sie weiterhin an unserem Leben teilnehmen, indem sie Dinge erzählen, die gerade in unserem Leben stattfinden. Auch das habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt. Und wenn ihr meinen Kanal verfolgt bei Facebook, wenn ihr bei meinem Spirit Club seid, dann wisst ihr auch von diesen Dingen, weil ich immer wieder davon berichte, weil es wichtig ist. Nochmal. Der Tod ist nicht euer Feind. Er ist ein Gefährte, der mit euch Seite an Seite geht und euch immer wieder daran erinnert, wie wichtig und kostbar das Leben ist. Ihr Lieben, ich hoffe, dass ich euch ein klein wenig zeigen konnte, dass der Tod nichts Schlimmes ist. Die Trauer, die er empfindet, ist ganz normal und das brauchen wir auch. Wir brauchen die Trauer, das Vermissen. Damit wir mit diesem Zustand zurechtkommen, müssen wir das verarbeiten. Und da gehört Trauer dazu, da gehört das Vermissen dazu. Und auch ich, mein Vater ist jetzt 20 Jahre in der geistigen Welt, würde mich manchmal freuen, ihn in den Arm zu nehmen, ganz klar. Aber ich weiß ja, wo er ist und ich weiß, dass er dort gut aufgehoben ist. Und ich weiß auch, dass er an einem Ort ist von unglaublicher Schönheit und das freut mich für ihn sehr, dass er nun an einem Ort ist, an dem es ihm gut geht und dass er glücklich dort ist und das wünscht er sich auch für mich. Eure Liebsten wünschen sich auch, dass ihr glücklich seid. Das kann ich gar nicht oft genug wiederholen. Ihr dürft trauern, solange ihr möchtet. Es wäre vielleicht schön, wenn ihr es auch schafft, ein Stück weit trotz der Trauer das Leben wieder anzunehmen.
Es ist nicht mehr so wie vorher, aber das heißt nicht, dass es nicht noch schön werden kann. Denkt immer daran, ihr seid verbunden immer mit euren Liebsten im Herzen, immer. Ihr seid immer verbunden, sie können euch nicht verloren gehen. Vielleicht macht ihr mal einen Jenseitskontakt und darin seht ihr ganz genau, dass es so ist. Vielleicht braucht ihr das auch gar nicht und ihr spürt eure Liebsten in eurem Herzen. Dort findet ihr sie immer und immer wieder. Und ich werde euch immer wieder über die Thematik Tod aufklären, sodass ihr vielleicht am Ende eurer Reise keine Angst davor haben müsst, die Tür zu öffnen und hindurchzugehen in den nächsten Raum. Praktisch einen Schritt zur Seite vielleicht nur zu machen. Daran arbeite ich, euch die Angst vom Tod zu nehmen. Ihr Lieben, genießt euer Leben, jeden einzelnen Moment. Habt Spaß, habt Freude. Eure Liebsten sind bei euch. Sie können nicht verloren gehen. Achtet und schützt alles, was beseelt ist, denn jedes Leben ist kostbar. Herzlichst, eure Cynthia.